Olympiahafen Kiel-Schilksee herrscht am frühen Morgen noch gähnende Leere. Ein paar Sportler drehen ihre Runden. In der Klasse der Laser geht es heute um den Gesamtsieg. Wetter spielt beim Segeln eine entscheidende Rolle. Was erwartet der Bundestrainer vom anstehenden Finalrennen? Na, wunderschöne Rennen, wir haben super Wetter und tollen Wind. Wir sind Gott sei Dank als Erste dran. Im Laufe des Tages soll es ja ein bisschen schlechter werden, wie wir gerade im Wetterbriefing gehört haben. Und insofern erwarte ich spannende Wettkämpfe und einen heißen Kampf um das Olympiaticket. Der zurzeit führende Segler Simon Grote-Lüschen begibt sich schon einmal in Richtung Rennbahn, während sein Kontrahent, aber auch Mannschaftskollege Philipp Buhl ein klares Ziel definiert. Also es gibt für mich zwei Szenarien. Entweder ich gewinne die Kieler Woche oder nicht. Und ich glaube, ich muss nicht sagen, was mir lieber wäre. Nachwuchstrainer Hendrik Ismann nimmt uns mit aufs Wasser und schildert den Rennverlauf. Also wir haben die tolle Ausgangsposition, dass wir auf Platz 1 Simon Grote-Lüschen haben und auf Platz 2 den Philipp Buhl. Beides deutsche Bundeskaderathleten und das ist natürlich nur insofern eine gute Ausgangsbasis, als dass die beiden sich vorne an der Spitze jetzt wirklich um den Sieg betteln werden. Und das wird sicherlich ein sehr spannender Zweikampf. Und jetzt geht das Rennen noch langsam los. Noch 7 Sekunden, Hochgeschwindigkeit wird aufgebaut. Genau bei Null gehen alle rüber. Es gibt keinen Einzelrückruf oder andere Signale. Das heißt, der Start war sauber, alle sind pünktlich gestartet. Keiner war zu früh. Man ist auf dem Vorwindkurs am Neuseeländer vorbeigezogen. Ist auf Position 1, der Neuseeländer 2. Und ganz besonders spannend, Philipp Buhl ist auf 3 vorgefahren. Das heißt, das Rennen ist im Prinzip jetzt wieder offen. Simon Grote-Lüschen liegt an Position 1, Philipp Buhl direkt bei ihm auf Position 2. Die anderen Gegner sind längst abgehängt. Das heißt, extrem spannend gerade. Wer jetzt vorne im Ziel ist, der ist auch Sieger der Kieler Woche. Das ist jetzt wirklich ein echter Krimi, weil das halt wirklich ganz eng vorne ist. Die beiden haben sich von der Spitze abgesetzt. Es ist jetzt wirklich ein Zweikampf zwischen den beiden. Ein super spannendes Rennen. Die beiden haben wirklich bis zuletzt hier hart gekämpft. Man sieht jetzt auch, dass Philipp sofort vorbeifährt, gratuliert, sie winken sich zu. Da sieht man, dass sie echte Sportskameraden sind und sich jetzt einfach da gegenseitig hochleben lassen. Was sagt der Sieger des Rennens? Also erstmal unglaubliche Freude. Also es ist unglaublich schön, es die Kieler Woche zu gewinnen. Das ist für mich auch das erste Mal und es ist ja unglaublich. Natürlich ist es auch die Olympia-Qualifikation, also die zweite von 3 Regatten. Da habe ich meinen Vorsprung jetzt ein bisschen ausgebaut, aber es ist noch sehr, sehr eng. Das heißt, das wird sich dann bei der dritten in Perth in Australien im Dezember entscheiden. Mitte zweiter Kreuz, da war so ein Knackpunkt, da sind mir die anderen ganz schön nahe gekommen. Und dann konnte ich mich zum Glück vorne halten und dann auf den letzten Vorwind auch keinen mehr vorbeilassen. Also wir sind voll zufrieden, wir sind in allen Belangen voll im Soll. Und wenn wir konzentriert weiterarbeiten, dann müssen sich die anderen nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen warm anziehen.